Hallo ihr Lieben, heute geht's weiter beim Lila Mini-Album. Und mein Ziel ist jetzt eigentlich, das fertigzustellen. Ich werde noch zwei Videos zu machen. Heute das erste, heute das zum Cover. Und das nächste Mal werde ich dann abfilmen, dass wir noch ein paar Charms, Anhänger und sowas machen. Und so ein paar letzte Verzierungen. Und ja, dann ist das Mini-Album auch schon fertig. Und dann bin ich gespannt, wer das kriegen wird. Ich lege sowas meistens erstmal in meine Kiste für fertige Arbeiten. Und wenn ich dann jemand habe, der passenderweise Geburtstag hat oder so, die kriegen das dann meistens geschenkt. Genau. Da wir heute das Cover machen, lege ich das Album an sich erstmal zur Seite und habe mir schon rausgesucht einen Pappkarton in passender Größe. Also ihr seht das, wenn ich den drauf lege, der ist ein bisschen höher und ein bisschen länger. Das finde ich gar nicht schlecht, dann ist das Album nämlich gut geschützt. Und der ist auch deutlich zu breit. Das heißt, das Erste, was ich mache, ich werde den zerlegen. Ich werde hier die ganzen Klappen abschneiden und ich werde hier hinten halbieren und wieder zusammensetzen. Dadurch haben wir nämlich nur halbe Stärke und dann sollte es passen. Ich zeige euch jetzt die Rückseite nicht, weil da steht noch die Adresse von jemandem drauf. Die werde ich lösen. Und wenn wir dann die Rohteile haben, ist im Prinzip schon der nächste Schritt. Wir werden das einkleiden. Ich weiß noch nicht womit, aber da melde ich euch dann, wenn ich die Pappe zerlege. So, ich nehme euch jetzt bei den ersten Schnitten mit, nur um euch zu zeigen, wie ich es mache. Zum Zerlegen nehme ich einfach meine Schneidematte als Unterlage, ein stinknormales Cuttermesser und ein Metalllineal. Wichtiges Metall, weil die Plastiklineale geben manchmal nach und dann wird mitgeschnitten. Und jetzt lege ich das Lineal einfach da an, wo ich geschnitten haben will. Und gehe einmal durch. Wenn es noch nicht ganz ist, lege ich es nochmal an. Gehe noch ein zweites Mal drüber. Und dann ist das ab. Und wir haben hier eine perfekt gerade Linie. Das mache ich rundherum. Ich habe vorne ein bisschen mehr weggenommen, weil ich hier so Einbuchtungen habe. Die will ich natürlich mit rausnehmen. Und ansonsten lege ich hier jetzt zum Beispiel direkt in der Falz an und schneide auch direkt in der Falz ab. So, und dann hatte ich ja schon gesagt, den Rücken möchte ich halbieren. Das heißt, ich messe mal aus. Der ist ziemlich genau 5 cm. Das heißt, bei 2,5 cm mache ich mir jetzt einfach eine Markierung. Und zwar an zwei Stellen, damit es auch gerade wird. Hier, das nehme ich einfach alles auseinander. Und dann lege ich auch hier an. Schau, dass es gerade liegt. Ja, jetzt bin ich verrutscht. Aber das macht nichts, das korrigieren wir dann einfach beim Kleben, weil das Problem ist, die Pappe hat ja in sich auch noch Rillen und manchmal rutscht das Cuttermesser dann in diese Rillen ab, statt am Schnitt lang zu gehen. Aber das ist alles halb so wild, weil das ist ja alles erstmal nur unser Grundgerüst. Die Feinheiten können wir dann immer noch machen, wenn wir es verkleiden. Genau. Ich zerlege jetzt die zweite Hälfte und dann melde ich mich. So, jetzt habe ich die zwei Einzelteile. Ich schaue nur noch mal, dass sie wirklich gleich groß sind. Das sieht aber gut aus. Und jetzt gehe ich im Prinzip hin und klebe hier den Buchrücken zusammen. Der hat dann dadurch automatisch gleich mehr Stabilität. Und ich nehme dafür mittlerweile ganz gerne doppelseitiges Klebeband, weil das
direkt hält. Und für die Breite nehme ich einfach 2 Streifen. So. Der Nachteil bei doppelseitigem Klebeband ist halt, wenn es einmal klebt, dann klebt es. Also beim Auflegen der zweiten Seite dann schauen, dass man, bevor man irgendwie andrückt, relativ gerade ist, auf der richtigen Höhe ist. Genau. So, ich habe hier übrigens auch die Adresse mitgemacht, also das sollte jetzt auch passen. Und dann, ich hoffe, das ist nicht zu dick, dachte ich mir, gehe ich auch noch mit den Ecken abrunde. Einmal drüber und das geht gerade so noch. Und dann dachte ich mir, also jetzt ist der nächste Schritt, ich gehe hier oben nochmal lang, wo was nicht ganz passt und begradige das ein bisschen. Und dann will ich natürlich diese Pappe verkleiden und nach vielen Fehlversuchen mit Seidenpapier und Mod Podge dachte ich, ich probiere es diesmal einfach nochmal. Das mache ich aber an einem anderen Tisch, das heißt, da kann ich euch leider nicht mitnehmen, aber ich denke, die meisten wissen von euch, wie Serviettentechnik funktioniert mit Mod Podge, Kleber auftragen, das Seidenpapier drauf, nochmal Kleber drüber, trocknen lassen und das werde ich jetzt mit dieser Pappe machen. Und als Papier habe ich mir die 2 Farben ausgesucht. Ich werde erstmal mit dem Weißen loslegen, wenn das Weiße allerdings nicht ausreicht oder nicht deckend genug ist, habe ich hier dann noch mal ein pinkes. Wenn das Weiße ausreichen sollte, von der Größe müsste es eigentlich, ist dann immer die Frage, wie deckend es ist, dann werde ich damit nur auf dem Deckblatt Akzente setzen. Wenn es nicht ausreichen sollte, werde ich damit wahrscheinlich noch mal drüber gehen. Genau, und das mache ich jetzt, lasse das trocknen und wenn das Ganze getrocknet ist, melde ich mich nochmal zurück bei euch. Hallo ihr Lieben, so, ich habe mein Buchcover fertig mit Serviettentechnik gestaltet. Es ist ganz anders geworden, als ich geplant habe. Also ich habe dann doch überlegt, es ist vielleicht schön eher innen das Lila zu haben, weil dann hat man innen eine einheitliche Farbe. Allerdings verfärbte sich das Serviettenpapier dann pink, nachdem es mit dem Kleber in Berührung kam, was auch kein Problem ist, passt ja trotzdem. Und es hat auch nicht ganz für außen gereicht, deswegen dachte ich, wir haben ja jetzt vorne und hinten. Wir nehmen nochmal das Designpapier, machen vorne ein schönes Cover drauf, machen hinten ein schönes Cover drauf. Und dann hatte ich mir überlegt, vielleicht machen wir auch noch hinten, also innen, vorne oder hinten, ein kleines Notizbuch rein. Ich habe noch ganz viel A5-Papier und ja. Genau, es ist noch nicht ganz durchgetrocknet. Es stand jetzt aber schon die ganze Nacht und ich glaube, besser wird es jetzt erstmal nicht. Deswegen dachte ich,
Ich arbeite da einfach drüber. Es gibt hier ein, zwei Stellen, wo es gerade ein bisschen aufreißt. Das finde ich nicht so gut. Aber ich habe kein Papier mehr, um es zu überkleben. Deswegen nehmen wir das vielleicht einfach nach hinten. Und wenn mir eine Idee kommt, wie ich das machen kann, dann arbeite ich die ein. Genau. Jetzt brauchen wir natürlich zwei Papiere, eins für vorne, eins für hinten. Und für hinten möchte ich eigentlich ein recht aufwendiges Motiv, weil hinten werde ich nicht viel gestalten, außer das Papier draufkleben. Deswegen ist vielleicht das hier mit der Tür gar nicht schlecht. Und das schneide ich dann einfach rechts und links ein bisschen ab. So, ich muss noch mal ein bisschen Platz machen. Und dann markiere ich mir das und dann kleben wir das auch gleich auf. Und vorne möchte ich tatsächlich diesmal ein bisschen aufwendiger gestalten. Dann runden wir mal die Ecken ab. Übrigens das Ecken abrunden an der Pappe. Dadurch, dass ich dann viele Schichten Seitenpapier auftragen musste, ist davon nichts übrig geblieben. Aber ich finde, es gibt Schlimmeres. Und jetzt die Frage von der Anordnung. Ich glaube, ich will es tatsächlich mittig. Und dann nehme ich wieder den guten Actionkleber. Weil ich denke, der wird ganz gut sich in die Rillen einarbeiten. Und weil das das Außencover ist, versuche ich auch möglichst nah an den Rand zu gehen. Weil wenn hier jetzt was hochsteht, das zerknickt mit der Zeit. Das will ich eigentlich nicht. Aber ich gehe auch nicht ganz zum Rand, weil der Kleber fließt hier auch noch ein bisschen. Genau, wenn ich jetzt noch mehr von dem Pinken hätte, hätte ich natürlich jetzt hier so ein bisschen überlappend gemacht, dass es so aussieht, als wenn das... Mir kommt gerade noch eine Idee. Ich könnte das hier natürlich mit... Ich könnte den Buchrücken mit einer Spitze verkleiden, dann wären die Risse abgedeckt. Ich habe hier die Lila, ne? Wenn ich da... die Kanten umlege, dann muss aber das hier noch mal runter, oder? Ich schiebe das einfach bis nach vorne ran, so fast. Das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Idee. Also ich nehme ein bisschen Spitze und ich setze das hier wirklich auf der Kante an. Und dann auf der anderen Seite auf der Kante an und dann ist nämlich hier diese Bruchstelle weg. Und die Spitze ist ja genau in derselben Farbe wie die Spitze, die wir innen verwendet haben. Und in die Spitze können wir dann auch wieder Sachen einhängen und ich kann doppelseitiges Klebeband nehmen, um die anzukleben. Das sollte ganz gut halten. So, wo ist mein doppelseitiges Klebeband? Hier haben wir welches. Zu lang.
schneide mal oben einfach noch ein bisschen ab. Jetzt muss ich noch gucken, kriege ich die weit genug drüber gezogen. Nicht ganz, das heißt, ich klebe die auf der anderen Seite nicht bis über die Kante, sondern bis auf die Kante. So, habe ich das jetzt, ja, habe ich richtig rum. Wäre jetzt schade, wenn ich das Motiv jetzt falsch rum geklebt hätte. So, und die muss ich jetzt wirklich ein bisschen aufziehen, dass es passt. Ihr seht das nicht, aber ich nehme die im Prinzip und ziehe die hier wirklich rüber. Und dann haben wir eine schöne Spitze im Rücken. Ich wollte ja sowieso ein bisschen mehr mit Spitze machen. Und jetzt für die Vorderseite. Für die Vorderseite möchte ich ein Motiv, was Platz für ein Label bietet. So ganz sagt mir das nicht zu. Außer ich mache vielleicht wirklich irgendwie was halbwegs Quadratisches, damit ich aber. Oder ich setze es wirklich oben an, dass man unten den Rand hat. Dass man oben den Rand hat. Also ich würde es nicht so mittig wie hinten drauf. Ich schneide das erstmal zu. Das mache ich jetzt nach Augenmaß. Und ich habe eine Idee. Ich werde jetzt mit einem Stanzrahmen drumherum gehen. Nur den hier, ich denke, der passt ganz gut. So. Gehen wir komplett rundherum oder gehen wir noch rechts und links? Ich möchte das fast noch ein bisschen schmaler. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu schmal. Ich muss ja hier den Bereich oder ach,
Ach, da findet sich dann was anderes, um das abzudecken. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass das Muster rechts und links auf gleicher Höhe ist. Ist es auch nicht. So. Vielleicht noch die Ecken. So. Dann würde ich vielleicht oben und unten wieder Spitze dran machen. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass hier ein Stück rausgucken würde. Da gucke ich gleich mal. Vielleicht finde ich noch einen kleinen Fitzel von dem Pinken. So einen ganz kleinen Fitzel habe ich tatsächlich gefunden. Damit können wir das hier so ein bisschen noch abdecken. Ich hole jetzt aber nicht extra noch mal das Mod Podge raus. Wir nehmen dafür einfach den Kleber. Wenn dann was hoch steht, das kann ich hier am Ende abzupfen. Wichtig ist, dass das Weiße abgedeckt ist. Und dass sich das jetzt nicht so verfärbt hat, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, beziehungsweise ich glaube, das wird sich noch verfärben. Wenn nicht, dann ist es so. Aber ich finde, so fällt es weniger auf als wenn das Weiße vorguckt. So, mein Cover wälzt sich leider ein bisschen. Das kriege ich aber auch nicht mehr weg, weil es jetzt trocken ist. Aber das funktioniert schon so. Und dann dachte ich, hier oben vielleicht noch so ein Schildchen aus dem Papier. Wo man dann einen Titel draufschreiben kann oder sowas. So, und dann muss ich noch mal ins Heftchen gucken, ob wir jetzt uns auf Gold oder Silber oder was auch immer geeinigt hatten. Und dann schaue ich mal, dass ich ein paar Charms kriege. Ich würde auch noch gerne in irgendeiner Form Verschluss für das Buch machen, dass ich einfach da was Passendes finde. Aber ich weiß, wir hatten irgendwo schon mal was mit Glitzer gemacht. Hier, wir hatten Gold. Dann suche ich Gold. Ich suche mal ein paar Goldsachen raus, die dazu vielleicht passen. Und dann suche ich ein paar Charms raus, ein paar Haken. Und dann können wir noch ein paar Sachen reinhängen. Und dann machen wir heute vielleicht das Buch sogar fertig. Dann lasse ich vielleicht das Heftchen für drin weg, weil ich denke auch, wird vielleicht zu dick, weil wenn ich das jetzt hier rein tue, hat es eigentlich schon eine gute Dicke. Genau, ich suche die Goldteile raus. Wenn ich die Goldteile habe, platzieren wir die noch, hängen ein paar Charms ein, machen noch einen Chunky Charm. Das passiert heute noch und dann mache ich in einem separaten Video diesmal noch das Flip-Through.
So, ihr Lieben, da ich gerade in einem Meeting war und nebenher ein bisschen Zeit hatte, habe ich ein paar Sachen vorbereitet. Also, was habe ich? Ich habe den Chunky Charm gemacht. Es sind einfach wieder Stäbchen auf diesen Perlen gefädelt. Ich habe diesmal mit einer Quetschperle zugemacht. Ich hoffe, das hält. Und habe mich halt an die Farben gehalten. Gold, Lila, Pink, Weiß und Blau. Ich habe 4 Charms vorbereitet. Den hier habe ich irgendwann mal selbst gegossen. Fand ich jetzt farblich sehr gut passend dazu. Ich musste ein bisschen mischen zwischen diesem hellen Gold und diesem dunklen Altgold, nennt man es, glaube ich, weil ich habe leider nicht so viel Gold wie Silber, aber ich wollte jetzt auch nicht mit Silber anfangen. Dann habe ich überlegt, mir für den Verschluss ist eigentlich diese Blume ganz niedlich, wenn wir die hier reinsetzen und auf der Rückseite ein Bändel, sodass man um die Blüte rum schnüren kann. Muss ich allerdings jetzt probieren, ob ich hier noch mit einem Locher durchkomme. Davon wäre es abhängig. Und dann habe ich noch diese Buchecken und da dachte ich vielleicht vorne und hinten jeweils dieses Designpapier mit einfassen. Weil mir hier jetzt auch die Ecken nicht mehr so gefielen und hinten sieht das auch noch ein bisschen uneingesetzt aus. Genau. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach von hinten nach vorne durch und das erste, was ich probiere, ist ein Loch reinzumachen. Ich glaube, das wird schwierig. Ich habe aber noch die Idee mit der Prickelnadel. Ja, mit der kommt man doch 1A durch. So, jetzt haben wir hier das erste Loch. Da stecken wir unsere Blume durch. Und um die binde ich dann gleich einen Faden. So, ich nehme das Innenleben noch mal raus. Das können wir auch gleich. Und dann mache ich hinten noch ein. Loch und ich glaube, ich hole mir noch so eine zweite Blume. Und dann können wir da nämlich einen schönen Verschluss machen. Nur hinten musste ich nämlich jetzt auch durchs Designpapier. Ich hole mir noch kurz so eine Blume. So, die Blume steckt. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Bändel zum Zuknoten. Und da wir innen die hier schon verwendet haben, nehme ich die einfach wieder. Und wer das dann nicht mag mit dem Bändel, der kann das Bändel einfach abmachen, steckt die Blume wieder rein und dann hat er halt dann nur die Blume. Genau, ich binde das auch gar nicht groß fest. Ich stecke das einfach nur hier unter die Blume. Das sollte eigentlich schon halten. Und dann haben wir ein Bändel von hinten. Und dasselbe mache ich natürlich von vorne. Und tatsächlich, diese Brads halten das sehr gut. Haben wir ein Bändel von vorne. So, werde ich nachher vielleicht noch kürzen. Und jetzt arbeite ich mich einfach von hinten nach vorne durch. Das heißt, erst kommen hier hinten die Buchecken drauf. Die klebe ich jetzt auch wieder mit dem Alleskleber vom Action. Und setze die hier einfach auf die Ecken. Weil ich finde, das rahmt das Bild noch so ein bisschen ein, auch wenn es nicht komplett um das Bild geht. Und hebt es dadurch noch ein bisschen vor, verringert dadurch aber auch gleichzeitig ein bisschen
so diesen Kontrast von diesem Pink und dem Bild. Und ich wollte schon ewig mal was mit Buchecken machen. So, gucken, dass sie halbwegs gerade, halbwegs identisch sind. Und ich hoffe einfach, der Kleber hält das, weil das ist eine sehr glatte Oberfläche. Und ich wollte jetzt aber nicht deswegen noch Heißkleber rausholen. Genau, wenn ihr solche Buchecken wollt, ich habe die, glaube ich, bei Ali oder bei Wish bestellt. Die hat es ein bisschen verbogen. Ich hoffe, das hält trotzdem. Ansonsten, ich werde das dann erstmal so wegtun und wenn halt irgendwas abfallen sollte, dann wird das nochmal repariert, bevor es rausgeht. Ich habe euch ja gesagt, bevor ich was verschenke oder als Geschenk fertig mache, schaue ich in der Regel nochmal über alles drüber, schaue, dass es in Ordnung ist, wenn hier zu Klebestellen, dass ich da vielleicht mit dem Kleberadiergummi nochmal drüber gehe. Genau. So, dann hier innen weiß ich wirklich nicht, ob ich da noch was machen soll, ob ich da Designpapier reinkleben soll oder nicht. Es ist halt schon ein recht krasses Pink im Vergleich zu dem Buch an sich. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch dem, der es bekommt, die Möglichkeit lassen, da noch was zu gestalten. Genau. Ich nehme jetzt auch hier, normalerweise würde ich doppelseitiges Klebeband nehmen, aber weil ich halt so eine raue Oberfläche habe, auf die ich klebe, nehme ich auch Flüssigkleber. Dann schaue ich einfach, dass ich das hier mittig halbwegs und gut festdrücke. Das muss jetzt wirklich kurz gehalten werden, weil das ist das Wichtigste. Wenn das auseinanderfällt, verliert unser Buch sein Cover. So, ich hoffe einfach, das hält jetzt. Wenn nicht, klebe ich es nachher nochmal nach. Das fühlt sich eigentlich ganz gut an. So, dann innen diese Charms, das meinte ich nämlich, diese Charms mache ich dann als letztes. Ich lasse das hier erstmal anziehen. Ich werde das auch gleich richtig trocknen lassen, aber ich will vorher noch die letzten Ecken aufkleben und dann gibt es wirklich den letzten Teil. Also ich schneide das alles hier mit rein, es gibt nicht noch ein Bastelvideo. Hier, die werde ich sogar nur so halb drauf setzen. Ist auch ein bisschen verbogen. Ja, ich lasse es mal trocknen und dann gucke ich, und wenn nicht, dann muss ich nochmal mit Heißkleber ran. Ist halt, wenn das Cover verbogen ist und die Buchecken auch ein bisschen und das eine ein bisschen mehr als das andere, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber bis jetzt habe ich bei allem geschafft, dass es irgendwie hält am Ende. Und im ganz ernsten Fall habe ich drüben noch Harz. Und Harz ist mit der beste Kleber, den man haben kann.
So. Ich lasse das, wie gesagt, jetzt hier mal ein bisschen liegen, bisschen anziehen, ein bisschen trocknen. Normalerweise braucht der Kleber nicht lange. Ich gebe ihm mal so ein halbes Stündchen. Und dann schaue ich noch mal drüber und dann können wir die letzten Teile einhängen und dann sind wir mit diesem Mini-Album fertig. Und ich habe hier noch ein paar Papierreste. Und die werde ich dann einfach auch noch in den Briefumschlag legen. Und wie gesagt, ich überlege mir noch, ob ich von innen in die Buchseiten noch ein Designpapier reinklebe. Das werden wir dann nachher entscheiden. So, hinten noch mal gucken. Nee, da ist nichts verrutscht. Gut, dann sehen wir uns in einer halben Stunde. Hallo ihr Lieben, ich habe leider gerade festgestellt, die Kamera hat nicht aufgenommen, aber ich habe auch nicht viel gemacht, weil es ist noch nicht ganz trocken. Ich habe die Charms in angebracht, ich habe das Designpapier, die Reste in die Mappe gepackt und ich habe mich doch noch entschieden, hier an die Innenseite ein Designpapier zu kleben. Und zwar habe ich aus einem größeren Block, meiner war ja 20x20 und deswegen sind die Seiten kürzer. Das hat für das Innenleben super gepasst, für die Seiten war es zu kurz. Also habe ich noch einen 15x30 Block genommen, unten einfach was weggeschnitten und das von innen eingeklebt. Und weil ich das so schön fand, dass sich vorne und innen ja wiederholt, wir haben ja auch beim Designpapier das Motiv, was wir auf der letzten Seite haben, hier vorne wieder eingebaut, habe ich einfach auf beiden Seiten dieses Streifenmuster. So, damit sind wir auch schon fast am Ende. Ich habe auch geguckt, die Goldteile halten alle erstaunlich gut, so schwierig es war, sie erst zu platzieren. Es fehlt eigentlich nur noch hier diesen Charme anbringen und da suche ich mir jetzt einfach, oh, geht ja schwer, hier in der Spitze eine Schlaufe, die war vielleicht nicht so gut, das ist direkt auf der Klebefläche, dann such mal lieber hier eine, wo es nicht angeklebt ist. So, dann, wie gesagt, das Flip-Through gibt es in einem separaten Video, dafür lasse ich es wirklich erst 100% austrocknen. Aber mir kam noch eine Idee. Und zwar, wir haben ja noch diese 3D-Paints neu gekauft. Der Action Haul müsste mittlerweile online sein. Und ich denke, das Lila oder das Pink. Jetzt muss ich mal gucken, welches ich nehme. Das, die eigentlich ganz gut mit hier drauf passen und dass wir vielleicht zumindest auf dem Deckblatt noch arbeiten. Ich finde fast das Rosane schöner und ich dachte mir vielleicht einfach hier noch ein paar. Ich versuche die auch möglichst rund zu machen, weil ich keine Ahnung habe, wie gut die trocknen, also wie sehr die Spitzen dann bleiben. Wie gesagt, nur dort, wo da dieser hellgrüne Hintergrund ist, nicht in dem Blümchen. Und ich finde, das gibt den noch fürs Deckblatt so das gewisse Extra. Hier soll, wie gesagt, der das dann bekommt, der hat dann die Möglichkeit, dann Titel oder ein Datum oder irgendwas oder sein Name
war natürlich nicht so gut. Ja, und ich denke, das reicht schon. Es ist sehr dezent. Ich glaube, ihr seht sogar in der Kamera mehr als ich vor Ort. Und dann war es das auch schon. Das ist das letzte Bastelvideo zum Lila Romantik Album gewesen. Es gibt noch das Flip-Through. Bis dahin, weil mein Akku gleich leer ist, wünsche ich euch allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!